Hallo Freunde analogen Unterhaltung, willkommen zu einer weiteren Rezension hier bei Hunter und Kron. Und heute haben wir was ganz Schönes, nämlich Small World of Warcraft. Also allein für den Titel haben sie schon mal einen kleinen Haken verdient. Daran, ja. wenn Titel so gut zusammenpassen, dann merkt man schon was. Ja, ja. Das ist ein guter Start. Natürlich Small World in der World of Warcraft Welt. Ja, ist klar. Small World. Man hat das überflüssige World einfach weggelassen. Ja, also nicht Small World, World of Warcraft. Days of Wonder hat es gut gemacht. Und ja, ich meine natürlich, Small World ist ein Klassiker. Wir hatten es auch schon mal in der Liste drin, haben aber tatsächlich noch nie das klassische Small World so in der Einzelrezension vorgestellt. Und das trifft sich jetzt gut, als es dann kam. Ach, dann machen wir das auf jeden Fall jetzt, weil die Regeln sind natürlich immer noch die gleichen. Bisschen abgewandelt. Sie haben, glaube ich, was haben Sie hier, diese fliegenden Inseln? Viele Fraktionen. Ja. Es gibt diese Inseln, die man aus einer Small World Erweiterung auch kennt als Prinzip, aber die ersetzen jetzt hier tatsächlich einfach den Spielplan. Es gibt nicht mehr das klassische Spielbrett, sondern diese fixen Inseltableaus. Passt ja auch zu Azeroth, so, ja. Passt auch zum, ja, zur, ja genau, zum zerstückelten Scherbenwelt, was auch immer was, naja. Und dann natürlich jetzt neu mit diesen Fraktionen, also was man natürlich aus World of Warcraft kennt, Horde, Allianz und auch neutrale Fraktionen. Das gab es in Small World, war es eher so, jeder hat einfach jeden verprügelt. Und hier gibt es jetzt so ein bisschen, es gibt auch. Aber die Allianzler können sich trotzdem auch gegenseitig verprügeln. Man kann nur das extra mit Punkte. Ganz normalen Small World Mechanik spielen, aber es gibt da, wie gesagt, jetzt halt auch einen Kniff, es gibt dann auch so einen Team-Modus. Das Ganze, wie gesagt, immer noch von Philipp Kearz, dem Small World-Erfinder. Small World selber ist ja aus Vinci hervorgegangen. Da war das Ganze halt, die Mechanik, glaube ich, auch schon so. Ich habe Vinci nie gespielt. Da war es halt noch ohne, wie ich finde, deutlich cooleres, so dieses Comic. Also wir können ja auch mal so ein Original Small World, das sieht man. Auch da war natürlich schon, oder ist der Comic-Look schon Teil des Programmes. Der ist jetzt nicht erst über die World of Warcraft-Grafik damit. Passt sehr gut. Ne? Könnte man fast denken, ist daraus... Ja, eben. Ich finde tatsächlich auch, man schaut es an und denkt, ja klar, das passt. Ja, und natürlich sind die World of Warcraft-Völker hier drin und haben natürlich auch, und auch die Eigenschaften wirken irgendwie World of Warcraft-ig. Und dann gibt es noch irgendwie so legendäre Gegenstände und legendäre Orte, die natürlich auch aus der Welt kommen. Ja, also viel Thema drin, haben sie auch wirklich schön umgesetzt. Aber bevor wir jetzt zu sehr Fazit abdriften, klärt Kron erstmal die Regeln. Wie gesagt, die Regelerklärung in den Grundzügen gelten auch für alle anderen Small Worlds. Wer jetzt schon genug gehört hat, es gibt Kapitelmarken. Gell? Ihr könnt auch einfach, wenn euch die Regelerklärung zu lang und sehr müde sind, ihr könnt immer auch einfach jederzeit nach hinten Fazit skippen. Ihr könnt gleich zum Fazit skippen. Es ist natürlich nur für Leute, die Regelerklärung haben wollen. Ich will euch nicht dazu drängen. Ich will nur sagen, es besteht die Möglichkeit. Genau, die kriegen einen. Ansonsten sehen wir uns für ein Fazit wieder. Bis gleich. In Small World of Warcraft geht es darum, die meisten Siegmünzen mit seinem Volk zu erwirtschaften und den richtigen Zeitpunkt zu erkennen, wann man mit seinem Volk untergehen sollte, um mit einem neuen Volk wieder neu angreifen zu können. Man beginnt das Spiel auch damit, am Anfang hat man ja noch nichts gewählt, also beginnt das Spiel immer damit, dass man ein Volk sich aussucht. Je nachdem, was man da nimmt, bekommt man unterschiedlich viele Plättchen, mit denen macht man dann auch seine erste Eroberung und weitere Eroberungen auf dem Feld und bekommt dann, je nachdem, wie viele Länder man am Ende seiner Eroberung inne hat, also Regionen, in denen mindestens ein eigenes Plättchen liegt, bekommt man dann eine Siegmünze. Die anderen Spieler werden einen dann vielleicht angreifen, dezimieren, das wird sich ganz verändern. Das heißt, wir werden mit der Zeit immer weniger Plättchen zur Verfügung haben. Unsere Plättchen sind überhaupt begrenzt, wir können uns nicht unbegrenzt ausbreiten, weil irgendwann haben wir halt keine Plättchen mehr. Entweder werden wir angegriffen, wodurch wir Plättchen verlieren, oder wir haben uns halt so weit ausgebreitet, dass wir uns nicht weiter ausbreiten können. Und auch dann wäre in beiden Fällen eben der Zeitpunkt gekommen, dass man dann als zweite Aktionsmöglichkeit, wenn ich an die Reihe komme, anstatt mich weiter auszubreiten und weitere Kämpfe und so weiter zu führen, kann ich auch sagen, ich möchte mit meinem aktiven Volk untergehen. Dann suche ich mir ein neues Volk aus. Mein aktives Volk wird zum untergegangenen Volk und ich kann dann in der nächsten Runde, also ich muss dann diese eine Runde quasi aussetzen, kann dann in der nächsten Runde mit meinem neuen aktiven Volk mich wieder neu auf der Landkarte ausbreiten. Der Vorteil ist, wir bekommen nach wie vor für die Regionen meines einen untergegangenen Volkes weiterhin Siegmünzen. Das heißt, ich kann dann letztlich mit zwei
Völkern punkten, wobei die Spezialfähigkeit, jedes Volk, das ich wähle, hat auch eine Spezialfähigkeit, die dafür sorgt, dass wir irgendwas anderes Siegmünzen bekommen, dass ich irgendwo einen Kampf, eine Region einfacher erobern kann und so weiter. Diese Spezialfähigkeit, die geht natürlich mit dem Volk unter, wenn ich ein aktives Volk untergehen lasse. Ich habe dann halt immer meine eine Spezialfähigkeit meines aktiven Volkes zur Verfügung, um über 8, 9 oder 10 Runden, je nach Spieleranzahl, halt eben die meisten Siegmünzen zu erwirtschaften. So einfach ist das. Und wer nach Ablauf der entsprechenden Rundenzahl halt da das meiste vorzuweisen hat an Siegmünzen, der hat gewonnen. Übrigens könnt ihr die während der Partie geheim halten. Ihr müsst euch da also nicht von den Spielern, wenn die nicht mitzählen, dann wissen die auch nicht, wie viel Siegmünzen ihr gerade habt. Ganz kurz zur Spielvorbereitung. Je nachdem, mit wie vielen Spielern ihr mitspielt, müsst ihr jetzt aus diesen Inseltableaus euch eure Azeroth-Welt zusammenbasteln. Ich habe jetzt hier mal für 4 Spieler aufgebaut, das heißt, es ist ein großes Teil, 2 mittlere und ein kleines. Die mittleren und großen mögen sich recht ähnlich sehen, aber es sind hier so kleine Buchstaben drauf. Ein L für large für groß, M medium für mittel und small hier beim kleinen ein S. Soran könnt ihr die erkennen, einfach aussuchen. Also es hätte jetzt hier quasi noch 2 weitere gegeben, die in diesem Setting nicht mitspielen. Dann legt ihr auf jede Bergregion hier so einen Felsen drauf. Auf jedes so ein Muschelsymbol kommt ein Murloc. Auf jedes Symbol, wo die Größe des Tableaus drauf stand, also S, M oder L, da kommt verdeckt hier so ein, ja, entweder Artefakt oder legendärer Ort. Das wissen wir noch nicht genau. Im Prinzip war es das schon. Ein bisschen darauf achten, dass ihr die Symbole, die durchaus relevant sind, also welches Feld hat so ein Ankersymbol, diese magischen Symbole und solche Sachen oder hier Höhlensymbole, sowas sollte man trotz den Tokens immer noch gut erkennen können. Und dann baut ihr die Auslage an den am Anfang zur Verfügung stehenden Völkern auf. Da wird einfach der Stapel halt zufällig zusammengemischt. Es sind natürlich hier zweigeteilt, also wir haben hier einmal die Hälfte Volk und einmal die Eigenschaft. Und dann bilden sich hier halt so zufällige Pärchen. Wir haben hier zum Beispiel defensive Blutelfen, Bergbaudrenai, Waldläuferworgen, Archäologen-Gnome, Gebirgsjäger-Zwerge, und Moorwanderer Orks. Und da geht der Stapel natürlich noch weiter, verbergen sich noch andere Kombinationen. Der erste Spieler, der jetzt rankommt, ich glaube, es ist in dem Fall bei A Small World of Warcraft, der zuletzt ein Videospiel gespielt hat, der sucht sich jetzt zuerst ein Volk aus und er kann einfach umsonst das hier ganz oben nehmen. Er kann aber auch irgendeines der anderen nehmen, dann muss er aber für jedes Volk, was über ihm liegt, eine Münze bezahlen. Will ich jetzt also die Waldläuferworgen haben, dann müsste ich eine Münze hier und eine Münze auf die Blutelfen. Zack. Erledigt. Siegmünzen wohlgemerkt. Also sie heißen nicht ohne Grund so. Siegpunkte sind hier auch Geld. Geld sind Siegpunkte. Deswegen heißen sie praktischerweise Siegmünzen, damit man da die ganze Zeit dran erinnert wird. Und jetzt würde ich mir Plättchen nehmen von diesen Waldläufer-Worgen. Also Worgenplättchen. Und zwar in Höhe der Anzahl dieser 2 blauen Zahlen. Na gut, weißen Zahlen auf blauem Grund, ihr wisst schon, die 4 plus 5 macht 9. Ich nehme also 9 Worgenplättchen. Die habe ich jetzt zur Verfügung für meine ersten Eroberungen in der ersten Runde. Ich mache die einfach mal raus hier. Dann würden natürlich die anderen hier hochrutschen. Die Moorwanderer-Orks klappen hier rein. Und wir haben jetzt auch noch Bauernkobolde, die man sich ja theoretisch auch schnappen könnte. Wird aber halt 5 Siegmünzen kosten, wenn ich die haben möchte. Jetzt habe ich 9 Worgenplättchen in der Hand, mit denen ich jetzt direkt meine ersten Eroberungen durchführe. Ich muss natürlich erstmal auf irgendeiner Insel ankommen, wenn ich noch nirgendwo bin. Das heißt, meine allererste Eroberung, die muss auf einem Feld mit einem Ankersymbol sein. Ich komme da also thematisch irgendwie mit einem Schiff oder sonst einem schwimmenden Objekt angefahren, angestrandet. Und als Faustregel gilt, 2 Plättchen braucht man immer für jede Eroberung. Plus ein Plättchen, eben jetzt hier, weil es die erste Eroberung auf so einem Ankerfeld ist, eben plus 1. Das plus 1 kann man sich eigentlich als Faustregel für die meisten Dinge, die in so einem Feld rumliegen können, hinter die Ohren schreiben. Es würde auch, wenn so ein Murloc in dem Feld liegt, würde es wieder um 1 erhöhen. Also wenn ich jetzt hier als erste Eroberung in dieses Feld hier rein wollen würde, müsste ich schon 4 bezahlen. 2 Standardpreis plus 1 für den Murloc plus 1, weil es eben diese erste Eroberung in so einem Ankersymbolfeld ist. Dann gibt es Berge, die würden auch einfach die Eroberungskosten um 1 erhöhen.
Dann gibt es natürlich auch Felder, in denen später gegnerische Einheiten liegen werden. Und wenn da natürlich, je nachdem, wie viele Einheiten da liegen, ist das einfach die Zahl, die drauf addiert werden muss. Wenn ich also hier so ein Feld mit 3 Wogen erobern wollen würde, dann müsste ich 5 meiner Einheiten da reinlegen, 3 für die Wogen und 2 eben, weil das der Standardpreis für eine Eroberung ist. Ich verteile also, ja, nehmen wir an, ich müsste jetzt natürlich meine Spezialfähigkeit, hätte ich mir jetzt mal anschauen sollen, die stellen wir natürlich nachher nochmal genauer vor. Aber was die Wogen hier können, wir haben Waldläufer-Wogen. Waldläufer bedeutet, sie bekommen eine Siegmünze extra für jede Waldregion, die sie erobern. Und Wogen bedeutet, ich kann mich immer entscheiden, ob ich in menschlicher Form oder in Wogenform unterwegs bin, bekomme in der menschlichen Form ist es, glaube ich, 2 Geld und in der Wogenform, da kann ich 1 Geld bezahlen, um dafür in dieser Runde jede Eroberung mit einem Plättchen weniger auszuführen. Das ist natürlich auch eine recht praktische Sache. So, jetzt kommen wir also mit den Wogen hier einfach mal ins Spiel. Das heißt, wir sind an Waldregionen interessiert. Ärgerlich, dass in den ganzen Waldregionen mit Anker, hier haben wir keinen Anker, irgendwie Murlocs rumliegen, aber was soll's. Dann machen wir einfach mal hier die aufwendige Eroberung. 4 Stück hier rein. Den Murloc besiegt, der kommt weg. 2 darüber, da ist ja sonst gar nichts drin. Dann breite ich mich mal mit 2 hier rüber aus. Bei dieser letzten Eroberung, wo einem die Plättchen nicht mehr reichen, da darf man dann den Würfel mitwerfen, der einem bis zu 3 Zusatzeroberungen geben würde. Man muss also eine letzte Eroberung wählen, die theoretisch gelingen könnte, wenn man ein gutes Würfelergebnis erzielt. Aber ich kann jetzt tatsächlich mit diesem einen Plättchen jetzt probieren können. Ja, ich will noch hier in diese Region rein. Ja, super. Habe jetzt sogar Stärke von 4 und kann dann mit einem Plättchen diese Region noch erobern. Ich habe mich jetzt auf einer der 4 Inseln ausgebreitet in meinem ersten Zug. Ich hätte natürlich auch eine zweite Insel noch irgendwie in Besitz nehmen können, indem ich einfach wieder da halt einfach 1 extra für meine erste Anlandung in so einem Ankerfeld bezahle und mich von da halt weiter ausbreite. Jetzt habe ich meine Eroberung gemacht, habe diese 4 Regionen erobert. Jetzt darf ich noch umgruppieren, wie es so schön heißt. Das heißt, da kann ich aus jedem Land eigentlich bis auf 1 erstmal alles wieder rausnehmen und jetzt überlegen, wo will ich denn mich jetzt am meisten schützen? Na, nicht, dass jemand hier in meinen Wald eindringt, der ist mir als Waldläufer-Worg wichtig, weil ich da eine extra Siegmünze bekomme. Hier haben wir auch noch ein Ankersymbol. Ja, nicht, dass da die Leute irgendwie mich hier überrennen. So, ja, vielleicht denke ich aus irgendeinem Grund, das Land hier, da sollen die ja erstmal hier oder hier vorbeikommen, sonst kommen die da ja gar nicht rein. Übers Wasser kann, wenn ja kein Naga ist, eh keiner kommen. Also brauche ich hier bei dem Land, weil es ja auch kein Ankersymbol gibt, da kann ja niemand einfach so mit dem Schiff andocken, wenig Einheiten zurücklassen. In dem Fall eine. Eine muss ich aber auch zurücklassen, sonst würde ich jetzt keine Siegmünze mehr für das Land bekommen. Das ist nämlich das, was jetzt abschließend in meinem Zug passiert. Ich zähle die Anzahl Länder, in denen ich Plättchen habe. Das sind 4 Stück und dann würde ich jetzt 4 Siegmünzen für bekommen. Das stimmt nicht ganz, weil ich bin ja Waldläufer-Worg. Also wenn ich noch eine Siegmünze extra für den Wald hier bekomme, wären dann 5 Siegmünzen hier in dem Beispiel. Sobald ich in so ein Land reingehe, in dem hier so ein ja, geheimnisvolles Plättchen liegt, wird das aufgedeckt und man schaut danach, gibt auch in der Übersicht, was es macht. Es gibt einmal Artefakte und legendäre Orte. In dem Fall hätten wir den legendären Ort Brunnen der Ewigkeit entdeckt. Der wird jetzt, sobald er aufgedeckt wird, auf eine Meer- oder Seeregion auf dem gleichen Spielplan gelegt und entfolgt es am Ende seines Zuges mehr an den Brunnen angrenzende Regionen besitzt als jedes andere Volk, erhält 2 zusätzliche Siegmünzen. Selbst wenn es ein untergegangenes Volk sein sollte. Das heißt, wir bewegen den Brunnen der Ewigkeit hier rein und es geht darum, jetzt möglichst viele an diesen Brunnen angrenzende Regionen inne zu haben. Das sieht ganz gut aus. Da haben wir 4 Stück, um dann eine extra Siegmünze zu ergattern. Es gibt, wie gesagt, legendäre Orte, es gibt auch legendäre Artefakte. Das sind dann irgendwelche mächtigen Gegenstände, die eingesetzt werden können. Wie hier zum Beispiel der Schicksalshammer, der einem einmal pro Zug erlauben würde, eine beliebige Region mit nur einem Plättchen zu erobern. Ganz egal, wie viele Plättchen der Gegner da zu Verteidigungszwecken hingestellt hat. Aber ich muss dem Besitzer dafür auch 2 Siegmünzen bezahlen. Im Gegensatz zu solchen Orten, die immer da bleiben, wo sie entdeckt wurden, da werden Artefakte bewegt. Und zwar befinden die sich immer in der Region, in der sie zuletzt eingesetzt wurden.
kann ja sein, dass ein anderer Spieler dann diese Region erobert und dann würde auch das Artefakt natürlich in Besitz des Spielers übergehen. Das gleiche gilt natürlich für legendäre Orte. Wir haben jetzt hier einen legendären Ort, der sich auf so eine Seeregion verschoben hat, aber es mag natürlich auch legendäre Orte geben, die in der Region selber drin bleiben. Und da gilt natürlich auch, wem die Region gehört, der hat die Kontrolle über diesen legendären Ort und kann sich seinen Effekt zunutze machen. Jetzt kommt aber der nächste Spieler an der Reihe und der hat sich vielleicht für die defensiven Blutelfen entschieden und entscheidet sich jetzt tatsächlich dazu, auch hier bei uns einzufallen, einfach mal, um zu zeigen, was passiert, wenn ein Spieler Plättchen verliert. Der möchte jetzt einfach hier rein, wo ich 3 Plättchen hinterlassen habe, das heißt, er muss schon mal 3 bezahlen für die 3, die da liegen, plus 2 für jede Eroberung, plus 1, weil es seine erste Anlandung ist, aber ja, hält ihn theoretisch nichts davon ab, hier jetzt mit 6 Plättchen reinzustürmen, um hier dem Worgen richtig schön eins auf die Mütze zu fahren. Das heißt, der Worgenspieler verliert jetzt hier 3 Plättchen in so einem Kampf. Und wenn man Plättchen verliert, dann kommt jetzt 1 davon zurück in die Spielschachtel. Die anderen bekommt man aber wieder in seinen Vorrat zurück. Beziehungsweise, besser gesagt, die anderen werden dann sofort zum Umgruppieren benutzt. Darf man dann sofort auf seine noch verbleibenden Länder umverteilen, aber man hat halt dauerhaft 1 seiner Plättchen verloren. Und das passiert quasi bei jedem Kampf, wenn jetzt die Blutelfen sich entscheiden würden, als nächstes in diese Region hier einzudringen, weil sie als Blutelfen eine extra Siegmünze für jedes magische Land bekommen, haben sie halt daran Interesse, da reinzustürmen, würden sie 2 plus 1 für den Worgen, also 3 Plättchen benötigen und dieses einzelne Worgenplättchen wird jetzt einfach in die Schachtel zurückkommen und da bekommt dann der Spieler überhaupt nichts zum Umgruppieren in seinen Vorrat zurück. Ja, und dann hat er noch ein einzelnes Plättchen übrig und könnte jetzt einfach mal versuchen, den Berg hier zu erobern. 1 plus 1 macht 2, ich hätte aber 3 gebraucht, weil der Berg erhöht sich ja die Schwierigkeit des Eroberns auch nochmal um 1. Also passiert nichts, das Plättchen würde ich dann auch zum Umgruppieren woanders hinlegen dürfen. Und anhand dieser Mechanik, dass ich natürlich dadurch, dass ich angegriffen werde, hier Plättchen meiner Fraktion verliere, also Schritt für Schritt immer weiter dezimiert werde, mein Volk unweigerlich kleiner wird. Es gibt hier keine Möglichkeit, sich zu vermehren. Also in der Regel, es gibt natürlich auch Völker, die da Spezialfähigkeiten haben, die da gegensteuern. Aber in den normalen Regeln gibt es hier keine Möglichkeit, einfach neue Plättchen zu bekommen. Das heißt, es wird immer weniger Worgen geben. Und ich muss jetzt eben als Worgenspieler erkennen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, wenn ich wieder an die Reihe komme, ob ich jetzt wieder einen Zug mache und mich weiter ausbreiten würde. Das würde bedeuten, ich nehme von jeder Region erstmal wieder alle bis auf ein Plättchen auf die Hand. Vorausgesetzt, ich möchte jetzt keine Region auf Rot, die hier wurde natürlich erobert, die gibt es gar nicht mehr, aber ich hätte jetzt einfach hier, die beiden habe ich noch, habe all meine restlichen Plättchen in die Hand genommen und kann jetzt von hier ausgehend mich quasi wieder neu ausbreiten. 3 auf den Berg hoch. Man sieht schon jetzt, ich habe jetzt hier nur 5 Plättchen, in der ersten Runde hatte ich viel mehr. Versuche jetzt vielleicht noch hier dieses Murloc-Ding zu erobern, das klappt wenigstens noch so. Na gut, in Wahrheit wäre ich natürlich in den Wald darunter gegangen, weil ich ja Siegpunkte für den Wald kriege. Also lassen wir das mal. So, hätte jetzt wieder 4 Länder erobert, aber ich habe ja auch schon deutlich weniger Plättchen. Jetzt schon beim Umgruppieren. Ja, gut, welches Land will ich vielleicht hier versuchen, es den Blutelfen wenigstens hier noch eine kleine Grenzregion zu errichten, dass die hier nochmal einiges ausgeben müssten, wenn sie wirklich in meinen Wald eindringen wollen. Und würde jetzt halt wieder 1, 2, 3, 4 plus 2 für die Wälder 6 Siegmünzen bekommen. Die andere Möglichkeit wäre eben gewesen, dass ich sage, so, ich lasse mein Volk untergehen. Dann, auch dann nimmt man aus jedem Land, das man besitzt, alle bis auf ein Plättchen raus und dreht jetzt aber die Plättchen, die hier noch liegen, auf die Rückseite. Ab jetzt sind die Worgen mein untergegangenes Volk. Die Spezialfähigkeit ist nicht mehr aktiv und ich suche mir jetzt ein neues Volk aus. Nach den Regeln, die ich vorhin schon erklärt habe, auch wieder aus der Auslage, müsste für Münzen drauflegen, wenn ich Völker nehme, die weiter unten liegen und bekomme für dieses neue Volk dann neue Plättchen, mit der ich in der nächsten Runde, also nicht gleich jetzt, es ist quasi wie einmal aussetzen, mit denen ich dann in der nächsten Runde wieder neu auf dem Spielplan zuschlagen kann. Ich mache das jetzt einfach mal direkt als Beispiel. Ich kann da jetzt auch, ich bin auch nicht dran gebunden, mit der gleichen Fraktion weiterzuspielen, mit der ich schon begonnen habe. Ich könnte jetzt also auch wohl die Worgen ein Allianzvolk waren, könnte ich jetzt auch mit einem Hordevolk weiterspielen. Ich nehme jetzt trotzdem mal Gebirgsjäger, Zwerge und würde mit denen vielleicht, wir bleiben jetzt einfach mal auf der Insel hier unten, hier mit 3 wieder reinkommen, würde dann, weil ich vielleicht scharf bin,
diesen Ort, den wir natürlich eigentlich noch gar nicht entdeckt haben, diesen Ort hier zu entdecken, da einmal reinstürmen, eins extra für den Murloc. Da hätten wir jetzt hier, zack, diesen legendären Brunnen entdeckt. Und jetzt gehe ich noch hier auf die Gebirgsregion. Übrigens, Zwerge können eigentlich Gebirgsregionen mit zwei weniger einnehmen. Und über Gebirgsjäger-Zwerge, da kriege ich dann auch noch mal extra Siegmünzen für Zwerge. Eine ganz praktische Kombination. Was ich jetzt aber eigentlich zeigen wollte, ist, ich bekomme jetzt sowohl für diese Region, die die Zwerge innen haben, Punkte, als auch für die Region, die von den untergegangenen Worgen noch mir gehören. Also auch mein untergegangenes Volk punktet noch in Hinsicht auf Siegmünzen, die ich für die Anzahl der Länder bekomme, die ich innehabe. Jetzt hätte ich da natürlich da schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nochmal eine extra wegen den Gebirgsjäger für die Berge, also 8 Münzen. Ich kriege natürlich nicht mehr diese Doppelmünze für den Wald, das war an die Spezialfähigkeit, an die Waldläuferwogen gekoppelt. In die Spezialfähigkeit, die ist abgelaufen in dem Moment, wo das Volk untergeht. Wenn ich jetzt wieder untergehen sollte mit den Zwergen und dann immer noch Worgen auf dem Spielplan liegen würden, dann würden die allerdings verschwinden. Also jeder Spieler kann immer nur ein untergegangenes und ein aktives Volk haben, für das man am Ende der Runde Siegmünzen kassiert. Und eine Sache, die natürlich, auf die alle World of Warcraft-Spieler hier vermutlich gewartet haben. Ich hatte es ja auch schon ein bisschen angedeutet. Es gibt Fraktionen. Worgen und Zwerge wären jetzt natürlich Allianz. Die Blutelfen wären der Horde-Fraktion angehörig. Und da wird man nochmal ein bisschen extra getriggert, gegnerische Fraktionen anzugreifen, weil für jedes Plättchen einer gegnerischen Fraktion und neuer Art würde ich eine extra Siegmünze bekommen. Also wenn ich hier so ein Blutelfen Land erobere, eine Blutelfenregion erobere und dabei halt ja Blutelfenplättchen unweigerlich abgelegt werden, würde ich eine extra Siegmünze bekommen, weil ich Blutelfen bekämpft habe, und würde es mir in der gleichen Runde gelingen, noch irgendein anderes Hordevolk, die Moorwanderer-Orks oder sonst was zu bekämpfen, würde ich dafür nochmal eine Siegmünze bekommen. Ich habe also als Spieler ein Interesse daran, möglichst viele Fraktionen, viele Völker der gegnerischen Fraktion pro Runde anzugreifen, wodurch sich dann eben die eigenen Bestrebungen, sich auszubreiten, in unterschiedliche Richtungen zweigen, weil man dafür halt auch nochmal extra Siegmünzen bekommt. Die Waldläuferwogen haben wir jetzt ja schon ein bisschen kennengelernt, aber es gibt eben jede Menge anderer Völker und Eigenschaften hier in diesem Spiel. Es gibt hier jetzt bei uns zum Beispiel die Konstellation defensive Blutelfen. Ich hatte ja schon erwähnt, Blutelfen würden extra Siegmünzen bekommen für diese magischen Länder, die sie besitzen. Und defensiv bedeutet, dass man einen Wachturm in jede Region legt, in der man die Mehrheit an angrenzenden Regionen besitzt. Also wenn ich da gut aufgestellt bin, dann wird das Ganze noch schwieriger zu erobern. Weil, ich soll da natürlich auch noch dazu sagen, was ein Wachturm macht. Ein Wachturm macht eine Region immun gegen jede Fähigkeit und jeden Eroberungsversuch. Dann haben wir hier die Bergbau-Drenai. Bergbau bedeutet plus eine Siegmünze für jede Höhlenregion, die ihr besitzt. Das erkennt ihr hier an diesem Symbol. Und die Völkereigenschaft ist, ja, wenn man im gegnerischen Zug eigentlich ein Plättchen verliert, dann dürfte man das erste Plättchen, das man verliert, einfach umgruppieren. Also der erste Verlust, der wird in den eigenen Reihen verhindert. Dann haben wir unten Archäologen-Gnome. Archäologen bedeutet, man nimmt sich einfach eine zusätzliche Siegmünze für jedes Artefakt und jeden legendären Ort, den man besitzt. Und Gnome heißt, man darf einmal pro Runde einen Luftangriff auf eine beliebige Region, auf einen beliebigen Spielplan starten und sie so erobern, als wäre sie direkt angrenzend. Außerdem darf man da auch sogar noch den Verstärkungswürfel, also wieder der Würfel hier, werfen, der die Kosten dieser Eroberung senken würde. Die Gebirgsjägerzwerge hatte ich ja auch schon kurz erwähnt. Eine zusätzliche Siegmünze für jede Bergregion dank der Gebirgsjägereigenschaft, und man erobert Berge generell mit zwei weniger, weil man Zwerg ist. Ganz praktische Kombination, wie gesagt. Und die Moorwanderer-Orks. Moorwanderer heißt, man nimmt sich eine zusätzliche Siegmünze für jede Sumpfregion, die man am Ende seines Zuges besitzt. Und die Orks bringen einem den Effekt, dass man jede Eroberung einer Allianzregion einem eine extra Siegmünze gibt. Und das gilt natürlich zusätzlich zu den Siegmünzen, die man eh extra bekommt, wenn man gegnerische Fraktionsplättchen umnimmt.
Needed. Und die Bauernkobolde können wir auch noch kurz vorstellen. Bauern geben natürlich plus eine Siegmünze hier für diese Ackerfelder, auf denen man ist. Und die Kobolde, die besagen, dass man jede Hügelregion erobern kann, als wäre sie angrenzend. Man kann tatsächlich auch bei seiner ersten Eroberung dann eine Höhlenregion statt einer Ankerregion nehmen. Das war natürlich nur ein Teil. Es gibt hier noch einige andere Sachen. Es gibt Kampfmeister, Kräuterkundige, Heldenhafte, die sind auch ganz cool. Da kriegt man hier so ein Heldenplättchen, so ein Champion, der kann einfach im Alleingang eine ganze Region erobern. Dann liegt er erstmal da rum und wenn jemand von den gegnerischen Mitspielern die Region erobern würde, dann würde der Champion wieder zurückkommen und ich könnte ihn neu einsetzen. Ja, auf jeden Fall sehr mächtiger Typ. Oder hier Portalmagier, die können dann, was immer da auf zwei magischen Plättchen liegen mag, wechselt plötzlich zu einem anderen magischen Plättchen. Also da mögen eben noch 5 gegnerische Fraktionsplättchen gelegen haben und dann switcht man die mit so einem anderen magischen Feld, hat sie vielleicht dann selbst dahin teleportiert, kann man auch lustige Sachen mitmachen. Tierherrschaft, Sumpfbewohner, Befestigende, die können dann natürlich nochmal hier so Burgen bauen, das ist dann auch wieder wie ein Berg, das erhöht natürlich die Schwierigkeit, das einzunehmen. Brauche ich auch wieder für jede Festung, die da liegt, natürlich auch wieder ein extra Plättchen. Es gibt Seefahrer, es gibt Einschüchternde, Angelnde, Wütende und Schmiedende und Entdecker. Entdecker bedeutet zum Beispiel, dass ich auf allen Inseln, auf möglichst vielen verschiedenen Inseltableaus vertreten sein möchte, weil ich eben eine Siegmünze für jede verschiedene Insel bekomme, auf der ich irgendwie unterwegs bin. Das waren die ganzen Eigenschaften aus Small World of Warcraft, wirklich im Schnelldurchlauf und einige von denen bringen natürlich dann auch wirklich ihre eigenen Plättchen mit. Ihr habt sie an den Befestigungen schon gesehen. Wir gehen mal hier die Völker noch fertig durch. Kobolde, Naga, die können übrigens auch Wasserregionen einnehmen und besitzen, was andere Völker nicht können. Astrale, Verlassene, Menschen natürlich auch, Goblins, die mit so Bomben um sich schmeißen, angrenzend an gegnerische Regionen, die entweder explodieren oder Blindgänger sind und man weiß immer nicht so genau, was da wirklich passiert. Man kennt es ja von den Goblins, sehr unzuverlässige Technik. Dann Trolle, Tauren, Pandaren, die sind auch recht stark, sehr friedliches Volk. Da darf man nämlich an alle Spieler, die man selber nicht angegriffen hat in dieser Runde, solche grünen Friedenstatzenblättchen geben. Und dann müssen die einem 2 Siegmünzen bezahlen, wenn sie einen im Gegenzug angreifen wollen. Und dann haben wir noch die guten alten Nachtelfen, die liegen mir natürlich auch am Herzen. Auf die auch noch kurz erzählt. Die hinterlassen in so Waldregionen, wenn sie die betreten, so eine Wischbarriere, die auch natürlich schwieriger ist zu erobern, dann braucht man da auch ein Plättchen mehr. Der Gag daran ist, die bleiben länger als die Nachtelfen. Also da mögen die Nachtelfen schon längst wieder verschwunden und untergegangen sein, da liegen die Irrwischbarrieren immer noch in den Wäldern herum. Und das kennt man natürlich auch aus den anderen Small World Spielen, hier aus so dem Sortiereinsatz, da sind die ganzen Plättchen da drin. Man sollte auch gucken, weil die tatsächlich unterschiedlich große Fächer sind. Es gibt dann unterschiedlich viele Plättchen, je nach Volk, dass man die so ungefähr auch wieder in die richtigen Slots zurücksteckt. Was wäre ein Small World of Warcraft ohne ein Teamspiel, das natürlich Battle for Azeroth heißt? Da teilt ihr euch in Teams auf, je nachdem von der Spieleranzahl abhängig, in 2 oder 3 Fraktionen. Wenn ihr zu zweit seid, ist eine Allianz, eine Horde. Wenn ihr zu viert seid, 2-mal Allianz, 2-mal Horde. Aber wenn ihr zu dritt seid, würde eine Allianz, eine Horde und eine neutrale Völker spielen. Auch zu 5 dann, 2-mal Allianz, 2-mal Horde und 1-mal neutral. Es wird dann noch angegeben, in welcher Reihenfolge man sich hinzusetzen hat. Ja, also die Zugreihenfolge eben Allianz Horde, Neutral Allianz Horde zum Beispiel. Und Spieler der gleichen Fraktion sind jetzt halt in dem Teamspiel Verbündete, ist ja ganz klar. Man kann man sich halt absprechen, man spielt schon selber ganz normal für sich und verwaltet auch seinen eigenen Siegmünzenstapel. Aber es ist dann, ja, also wenn es eben mehrere Horde-Spieler gibt, wird am Ende nur der Siegmünzenstapel vom schlechteren Horde-Spieler letztlich in die Endwertung mit einfließen. Und ihr seht auch, die Auslage ist jetzt ein bisschen anders aufgebaut. Man bleibt natürlich dann in seiner Fraktion. Wenn ich jetzt hier ein Allianzvolk spiele, Allianzspieler bin und mein Allianzvolk geht unter, dann bin ich hier im Teamspiel auch drauf festgenagelt, wieder ein Allianzvolk zu nehmen. Das heißt, wir haben hier eine Spalte Allianz, eine Spalte Horde und eine Spalte neutrale Völker und eine Spalte mit den Eigenschaften. Und es gilt immer, diese Eigenschaft gilt jetzt sowohl für die Gnome, wie auch für die Verlassenen, wie auch für die Kobolde, bis halt einer da
das rausgenommen hat, was ich jetzt nehme ich hier die Waldmeister-Kobolde und zack, dann wird das natürlich auch wieder nach dem üblichen Kriterium nachgefüllt. Auch hier gilt wieder, dass man natürlich auch, wenn ich Dinge liegt, die weiter unten liegen, bezahlen muss. Muss das auch hier tun, nur kleiner Unterschied, die werden hier nicht draufgelegt, sondern werden einfach in den Vorrat zurückgelegt. Ansonsten läuft das Spiel größtenteils nach den üblichen Regeln ab, außer dass halt beim Spielende dann entscheidend ist, bei zu zweit oder dritt, also wenn es jede Fraktion nur einmal gibt, dann sind einfach die Punktzahlen, die man hat, auch die Fraktionspunktzahl, wie sie es hier nennen. Aber spannend wird es dann eben zu viert oder fünft, wenn es mehrere von einer Fraktion gibt, die sich dann halt auch wirklich ein bisschen absprechen müssen, weil, wie gesagt, dann nur der schlechtere Wert in die Endwertung eingeht und da dann eben der bessere von denen gewonnen hat. Ja, also World of Warcraft ist natürlich ein ganz warmer Ort in meinem Herzen. Tatsächlich muss ich ja sagen, ich habe ja auch kurz, hatte ich so eine kleine... Na, gab ja World of Warcraft Classic jetzt wieder und ja, da konnte ich nicht, ich habe tatsächlich eine Woche lang habe ich es mal reingeschnuppert. Dann habe ich gemerkt, ich habe keine Zeit dafür. Aber es war wieder eine schöne, es war ein schönes Gefühl, mal wieder in Azeroth zu sein. Es ist natürlich, die Zeit ist rum, ja, mit Familie und Kindern und so, da kann man sich nicht mehr die Nächte und Job und allem die Nächte vom Rechner durchzocken. Geht leider nicht. Also, beziehungsweise so, wie ich das halt gespielt habe. Aber trotzdem... Wenn, dann richtig. Ja, aber Small World of Warcraft schafft es halt auch so ein bisschen, so schöne Erinnerungen zu wecken an die Fraktionen, an die verschiedenen Völker und auch an die Welt. Und ansonsten ist es halt einfach ein sehr gutes Spiel, aber es ist halt Small World. Hunter und ich haben uns ja, das haben wir auch schon oft erzählt, die Anekdote, in World of Warcraft unsere Zeit gemeinsam, bevor wir Brettspiele zusammengespielt haben, waren da auch in der gleichen Gilde zeitweise und auf dem gleichen Server natürlich und haben da zusammen die World of Warcraft unabhängig gemacht. Und ich habe das auch schon oft erzählt, aber ich finde es einfach auch zu gut. Ich war ja ein Hunter. Ja, mit dem Namen Kron. Mit dem Namen Kron. Ja. Das ist schon echt cool. Ja, und ja, wir waren bald. Deswegen ist es auch immer noch. Deswegen geht es mir wie dir. Das ist, ich habe wahrscheinlich und werde nie wieder mit einem Computerspiel, Videospiel so viel, mit einem einzelnen Spiel so viel Zeit verbracht haben wie mit World of Warcraft. Es war eine andere Zeit. Es ging mir auch andere Lebensumstände. Und trotzdem hat es halt seitdem seinen Platz im Herzen. Ja, bis auch bei so einer Review wie bei Aeon's End kommen wir dann drauf zurück und sagen: Ah ja, das hat sich wie die Raid-Boss-Kämpfe damals angefühlt. Könnte und auch Aeon's End im World of Warcraft-Universum mal machen. Aber genau. Auch hier finde ich es wirklich eine wirklich liebevolle Umsetzung und es finden hier zwei Dinge zusammen, die wirklich gut passen. Da wurde nicht mit Gewalt irgendwas reingeklopft. Man hat das Gefühl, Small World of What? Nein, Small World of Warcraft. Man merkt schon am Namen tatsächlich. Es passt einfach gut zusammen. Es will gut zusammenpassen und es ist natürlich jemand, der Small World hat und kein World of Warcraft Fan ist. Der braucht es natürlich nicht zwingend, aber darum geht es, finde ich, bei so einem Lizenzspiel im klassischen Sinne auch nicht. Da ist man vielleicht als Sammler in der schwierigsten Situation, aber es geht ja eigentlich um die Leute, die noch nicht solche Regale haben wie hier, sondern die, ja, keine Ahnung, noch über andere Wege zu Spiele finden, die halt zum Beispiel Fanboys von World of Warcraft bin, wie ich früher auch einer war. Ich habe jeden Fitzel, ich habe diese Romane gelesen und dieses ganze Zeug da reingesaugt in meiner Hochphase und da wäre ich dann auch über Small World of Warcraft gestolpert, so wie ich damals über das andere World of Warcraft Spiel, das übrigens seinen Teil zu beigetragen hat, dass wir hier heute sitzen. Und so, glaube ich, kann Small World of Warcraft jetzt seinen Teil zu beitragen, um wirklich neue Spielerschichten zu erreichen. Weil jeder World of Warcraft Fanboy, der sich das halt kauft, der kriegt jetzt halt ein geiles Spiel, weil es ist halt immer noch Small World. Und Small World, muss ich auch an der Stelle mal sagen, hat erstaunlich wenig von seinem Flair eingebüßt, finde ich. Es ist immer noch ein sehr variables und einfaches sehr zugänglich. Area Control-Spiel. Sehr zugängliches Area, wie du sagst, sozusagen das, das Katan der Area Control-Spiele. Ja. Also eigentlich, dass das wirklich mag sein, dass es da, habe ich jetzt auch in Kommentaren gelesen, dass es natürlich Runden gibt, die dem hinausgewachsen sind. Natürlich. Aber natürlich. Klar, ich würde auch sagen, also so wie, also es, ich würde es über Katan einordnen, aber so wie Katan auch. Es ist jetzt auch nicht mehr das Spiel, wo ich irgendwie immer wieder Lust habe, komm, lass uns ständig Small World spielen. Doch, ich schon. Ja, ja, aber es hat halt dieses, es hat halt wirklich zwei wirklich tolle Aspekte, eben diese Geschichte, dass man eben immer wieder neue Kombinationen der Völker und ihren Fähigkeiten hat und eben dieser wirklich coole Kniff,
dass man eben ja diese Entscheidung hat, wann lasse ich ein Volk sterben, was nehme ich dann als nächstes. Und das macht einfach jede Partie dann auch abwechslungsreich und anders. Und das ist schön, ne? Trotzdem, klar, es ist einfach ein einfaches Spiel, auch ein Familienspiel letztlich. Und ja. Ja, die Frage würde mir mutig aufkommen, kann man das Ganze jetzt kombinieren? Kann ich jetzt, wenn ich da der große Small World Fanboy, ich bin nicht der World of Warcraft Fanboy, sondern der Small World Fanboy und ich will halt alles haben. Es gibt natürlich, also viele der Eigenschaften kennt man natürlich. Es gibt schon auch neue, aber natürlich gab es auch woanders die Eigenschaft, in dem Wald irgendwie eine extra Münze zu bekommen. Es ist schwierig zu beantworten. Ich habe es noch gar nicht, ich weiß gar nicht tatsächlich. Ich glaube, es funktioniert auch gar nicht einfach so, nee, weil sich ja durch diese mit den Inseln und so, also man kann da bestimmt mit Hausregeln sich irgendwie behelfen. Oder ich bin mir, aber es ist einfach so, alles auf einen Haufen zu werfen. Schwierig, oder? Ja. Siehst du auch so. Denke ich auch. Also ich finde, es ist einfach eine schöne Small-World-Variante. Ich finde es auch mit diesen Inseln eigentlich ganz nett, ja, so als Variante zum ursprünglichen Spiel. Und auch das mit diesen Fraktionen, das macht schon so eine kleine, so ein kleiner Kniff ist da noch extra dabei. Deswegen, wenn man jetzt noch gar kein Small-World hat, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, sich einfach Small-World of Warcraft zu holen. Wenn man natürlich mit World of Warcraft so gar nichts anfangen kann, denke ich, dann sollte man vielleicht doch einfach nur das Original nehmen, weil das halt das Original ist, ja. Ja, ich finde, es lebt schon davon, dass man irgendwie, also, weil wenn man die Welt kennt, fühlt man sich ja wirklich an vielen Stellen erinnert. Es ist eine liebevolle Umsetzung, eine detaillierte Umsetzung, mit Liebe zum Detail meine ich, wo man halt auch in diesen Artefakten und Orten, man erkennt da das halt wieder und mit diesen kleinen Änderungen, mit, dass es halt die Fraktionen gibt, dass es dieses Teamspiel gibt. Es ist wirklich eine echt gelungene Standalone-Variante von Small World und genau das will es sein. Ich spüre schon auch irgendwie den. Ja, vielleicht werde ich. Ich habe auch wieder Bock, jetzt mein anderes Small World da nochmal, aber ich habe irgendwie mal zu gucken, ob das funktionieren könnte, alles zusammenzuwerfen. Ich weiß nur gar nicht, ob das auch der große Gewinn ist. Ja, trotzdem, ich möchte es nicht missen. Bei mir hat, du hast ja auch schon erwähnt, Small World of Warcraft hat einfach seinen Platz im Herzen und Small World ist schon immer ein Spiel gewesen, das ich mochte. Und da kommen halt zwei Dinge zusammen, die ich vorher eh schon mochte. Es hätte mich jetzt eher gewundert, wenn das bei mir nicht funktioniert hätte. Ja. Soweit würde ich sagen, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Wir danken uns fürs Zugucken. Danke fürs Abonnieren. Gerne die Glocke aktivieren, wenn ihr benachrichtigt werden wollt, wenn wir ein neues Video machen. Und ja, wenn jemand noch spielt, schreibt doch mal, was ist denn da los? Außer abseits von Classic, was passiert denn da? Was für ein Level hat man denn? 100, 120, 150? Ist echt ein paar Jahre her. Ich habe ja momentan nicht mal mehr. Kann man auf einem Mac World of Warcraft spielen? Keine Ahnung. Zeit World of Warcraft hatte ich noch so ein Festnetz-PC, sage ich immer dazu. Also so ein dickes Ding, das unter diesem Predator, erinnerst du dich noch? Ja. Das aufklappbare Höllenmaschine. Das war Laufzeit. Alles klar. Nein, vielen Dank. Danke euch. Gerne kommentieren und ansonsten sehen wir uns. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.